So Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht heute auf eine kleine Trail-Tour. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich fahre leider nicht mit dem Steve. Steve ist immer noch ein bisschen am Kränkeln, sondern mit dem Dean. Der hat ein E-Bike, das heißt, das wird witzig. Der wollten auch noch ein paar andere Jungs mitkommen, die auch E-Bikes haben. Das heißt, ich bin der Einzige ohne Motor. Aber egal, ich bin der Motor. Let's go. So, ich bin am Spot angekommen. Jetzt warten wir auf den Dean und dann radeln wir hoch und dann bin ich einfach ultra gespannt, wie viele Trails überhaupt befahrbar sind, wie das aussieht. Und ihr seht ja wieder am Wetter, es regnet mal wieder. Und das ganze letzte, die ganzen letzten Tage war einfach super schönes Herbstwetter. Und ich gehe fahren, wenn es mal wieder richtig mies aussieht. Aber nicht schlimm. Ich habe ja, wie ihr gesehen habt, im Bikepark Winterberg die Reifen schon getestet, aber auf Trails noch nicht. Und ich bin jetzt richtig gespannt, wie das auf Trails aussieht. Ich meine, bei nassen Wurzeln und so, da hilft dann halt auch kein Dirty Dan mehr, aber wir werden sehen. Ich packe jetzt gleich hier ein bisschen aus, nachdem ich mich ein bisschen vorbereitet habe mental. Und dann geht's los auf die Trails. Crazy. Ich habe übrigens gelernt, ich habe diesmal Wechselschuhe und so mit Wechselschuhe und Socken. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr bei so einem Wetter fahren geht. Ja Leute, geil, wir wollen jetzt starten und jetzt fängt es richtig an zu schütten. Sehr schön. Ich bin so gut wie ready. Der Dean rollt sich schon warm. So. Also meine Motivation für den Tag hat auf jeden Fall schon mal gestimmt, denn mit einem E-Biker dann auf Tour gehen für Trails und das alles ohne Lift braucht auf jeden Fall schon Motivation. Da das Enduro-Rennen ja näher rückt, habe ich mich auch nicht beschwert und bin berghoch getrampelt. Also mein Hauptproblem bei diesen Witterungen ist, dass einfach die Brille immer beschlagen ist und man einfach überhaupt nichts sieht. Und das Nichtsehen und schlechte Wetterverhältnisse dazu haben dann auch mal wieder zu einem kleinen Sturz geführt. Oh, Schlamm. Scheiße. Das habe ich nicht gesehen, komm. Frontflip gemacht. Ich dachte, ich könnte einen Bunnyhop drüber machen. Und dann war die Erde so tief. Bei mir auch gerade. Alles gut. Ja, ist halt hart eingeschlammt hier, ne? Zum Glück ist nichts weiter passiert und ich bin einfach wieder aufgestiegen, war zwar komplett durchnässt und das früher als ich eigentlich wollte, aber naja, zum Glück ist einfach nichts weiteres passiert. Mann, meine Handschuhe waren noch trocken eben. Im Anschluss ging es dann auf einen Trail, den ich echt jetzt schon bestimmt ein halbes Jahr, wenn nicht länger, nicht mehr gefahren bin. Ganz am Anfang habe ich mir diese Trails ja sogar im Schnee mal hier vorgenommen, aber dann nur noch irgendwie in Bikeparks gewesen. Und ich muss sagen, diese Trail-Touren, die gefallen mir schon wieder richtig, richtig gut. Von da kann man eigentlich auch überall runter, aber es ist halt immer abgesperrt. Und hier ist jetzt natürlich tückisch. Eigentlich sind hier die Wurzeln. Du siehst sie nur gar nicht. Man kann aber auch hier lang fahren.
Dann haben wir sogar noch einen neuen Trail gefunden, den ich noch überhaupt gar nicht kannte, und den haben wir uns dann mal angeschaut. Unbekanntes Terrain. Ja, voll. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber bei mir ist es so, desto länger ich jetzt wieder im Bike mit Matsch und Nässe unterwegs gewesen bin, desto weniger Probleme habe ich irgendwie damit. Und gar nicht mal so fahrtechnikmäßig, sondern einfach so vom Gemüt. Schönes Wetter ist natürlich einfach eine viel schönere Angelegenheit. Doch wenn man einmal nass ist und rausgegangen ist und sich überwunden hat, aufs Bike zu steigen, ist das Ganze irgendwie nur noch halb so wild. Nett. Da geht's ja auch nirgendwo hin. Da hoch. Ja, Leute, Dean repariert sein Fahrrad. Meister Zweiradmechatroniker. Ja, ich bin schon wieder gut nass. Ihr habt's gesehen, eben schon auf die Nase gelegt. Passiert dann, wenn man nicht richtig sehen kann und denkt, man könnte dann noch so einen Sprung über sowas drüber machen. Und dann tauchst du auf einmal so tief in den Matsch ein, dass nichts mehr geht. Naja, wir fahren jetzt weiter runter. Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Ihr kennt es aus Videos, das ist da, wo ich mich das erste Mal hingelegt habe. Schauen wir uns mal an. Und ja. Ich glaube, dass es am einfachsten ist. Zu viel gebremst, das war das Problem. Ja, der ist mieser, da sind eigentlich mehr Wurzeln. Das ist eigentlich schwerer. Da sind ja nur drei. Oh Gott. Oh Leute, war ich lange nicht mehr hier. Ich glaube, seit dem Sturz tatsächlich bin ich nicht mehr hier irgendwie gefahren. Das war mir einfach nicht mehr geheuer. Sagen, ich finde das jetzt schon ein bisschen aufregend. Also davon abgesehen, dass auch das, die Witterung einfach scheiße ist. Alter, ist das tief hier. Nee, ich versuche diese Line hier mal. Ist halt einfach viel zu nass, ey. Richtig unangenehm. Ich bin noch nicht mit dem Bike gesprungen. Ja. Vorbei. Ja, das sind so die Leute, die es einfach so voll pushen und sagen, ah, ist alles einfach, du kannst einfach drüber, so. Ja. Und in der Luft denkst du. Ja, ja. Fahr mir einfach hinterher, ist ganz einfach. Bleib zentral im Bike, es kann gar nichts passieren. Ja, Mann. Und du denkst, ja, okay. Let's go, der Hase. Ah,
der war viel zu kurz. Da muss ich mich echt rantasten. Sehen uns noch wieder, Table. Können das noch schaffen. Aber ich hab den Schritt genommen, wie gesagt. Ja, nicht schlimm. Oh! Oh! Jetzt mehr Trail, easy. Gabel durchgeschlagen. Leider musste der Dean ein bisschen früher abbrechen, da er auf der Arbeit Notdienst hatte und, na, wie das Schicksal so wollte, natürlich nach dem nächsten Uphill dann angerufen wurde. Und für mich stand aber noch der Uphill zurück zum Parkplatz an. So, der Dean muss leider los. Deswegen hat er schon durchgezogen nach oben. Ich ziehe jetzt alleine durch und versuche nicht abzusteigen. Sieht richtig cool aus. Nee, der Steve, der Dean hat jetzt Notdienst. Deswegen zieht er jetzt durch. Und ich dachte, ich komme kurz bei dir rum. Ja, aber ich muss noch den Berg zum Golfplatz hoch gerade radeln. Ja, die Challenge ist nicht absteigen. Okay. Bin ich über den Lenker gegangen? Nee. Ich wollte über so einen Baumstamm so einen Bunnyhop machen. Und dann bin ich vor dem Baumstamm, war so viel Matsche unterm Laub, bin ich rein, voll eingetaucht. Kam dann nicht mehr hoch mit dem Vorderrad, halt gegen den Baum und dann Salto drüber. Ja, ein bisschen wie immer die linke Hand. Kennst du ja, ne? Oh, meine GoPro läuft noch die ganze Zeit. So, Leute, ich habe richtig Glück gehabt. Der Dean hat schnell seine Sachen eingepackt, kam mir dann noch entgegen und hat mich sterben gesehen und hat mich hochgeschattelt. Oh, ja, das Fahrrad frisch gewaschen gehabt, sieht wieder aus wie Rotze. Aber ich muss schon sagen, dass der Schlamm aus dem Wald viel weniger schlimm ist als der Bikepark-Schlamm. Vielleicht kennt ihr das. Das Zeug vom Bikepark, das geht einfach überhaupt nicht ab. Jo, ich packe jetzt zusammen. Dann geht's kurz den Sender-Steve besuchen. Und dann war's das für heute. Morgen soll das Wetter besser werden. Vielleicht gehe ich noch eine Runde Hometrails fahren. Gucken wir mal. Einfach dann nochmal eine Runde Enduro-Training, obwohl das schlecht ist. Zwei Tage hintereinander, super Kompensation und so. Naja, abonnieren nicht vergessen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Wisst ihr noch, als ich so groß getönt habe? Ich habe Socken mitgenommen. Habe ich auch wirklich mitgenommen. Aber keine neuen Schuhe. Und diese Schuhe sehen so aus. Ich lerne das schon noch im Matsch fahren, Leute. Ich lerne das schon noch irgendwann.